Dann wollen wir mal gleich voll einsteigen ins Thema. Ich habe mir überlegt, ich werde mal auf eine Vorstellung ein wenig verzichten, weil Sie mich im Laufe des Vortrages noch kennenlernen werden. Das ist ein Versprechen und keine Drohung. Ich werde Ihnen nämlich etwas zu meiner Geschichte allgemein erzählen. Ich denke, wir werden so ungefähr eine Stunde hier beisammen sitzen. Etwas länger, wenn Sie Lust haben, etwas kürzer, wenn ich merke, dass Ihnen die Augen zufallen. Das können wir ein bisschen elegant steuern. Ich habe vor, Ihnen, wie ich schon sagte, ein wenig darüber zu erzählen, wie es mir so ergangen ist in meiner Ernährungsgeschichte, wie ich zu der veganen Ernährungsweise gekommen bin. Die gute Frage darüber, wie man denn entscheidet, was man eigentlich isst, insbesondere wenn es um die tierischen Produkte geht. Natürlich möchte ich ja auch werben und Ihnen erzählen, welche tollen Vorteile die vegane Ernährung bietet und wie man das am besten, worauf man da so achten muss. Wir haben vorne in dem Küchenbereich einige Rezepte mitgebracht zum Ausprobieren. Kosten haben Sie vielleicht schon gesehen, vielleicht auch schon probiert. Da können Sie nachher noch reichlich zuschlagen. Und darauf können Sie sich freuen. Mit anderen Worten, ich hoffe, dass Sie so lange durchhalten. So, was ich Ihnen vermitteln möchte im Zusammenhang mit dem Veganismus, ist, dass eine vegane Ernährung einfach auf ganz vielen Ebenen Vorteile hat. Es ist gut für die eigene Gesundheit, es ist gut für das seelische Wohlbefinden, das ist ein Faktor, den ich am Anfang völlig unterschätzt hatte. Es ist selbstverständlich gut für die Tiere, da brauchen wir nicht weiter drüber zu reden, und für den Planeten, das ist im Zuge der Nachhaltigkeit eine weitgehend oder völlig tierfreie Ernährung besser ist. Da möchte ich eigentlich im Vortrag gar nicht weiter darauf eingehen, weil ich das als bekannt voraussetze. Falls es Sie interessiert, kann ich da aber auch noch, habe ich auch noch ein paar Slides dabei. Kommen wir zu mir. Ich rede ja gerne über mich manchmal. Ich habe mich vor etwas mehr als einem Jahr dafür entschieden, meine Ernährung radikal umzustellen. Ich habe vorher Fleisch und Fisch und Milchprodukte und Eier gegessen. Nicht so fürchterlich viel, weil ich schon immer so das diffuse Gefühl hatte, also eigentlich fühle ich mich nicht so wohl damit und die Massentierhaltung möchte ich ja auch nicht finanzieren. Also halte ich mich so ein bisschen zurück und so wichtig ist mir das auch nicht. Ich habe also im Laufe der Jahre eher immer weniger Fleisch gegessen, am Ende dafür mehr Fisch, weil das ja so gesund sein soll. Und Milchprodukte eben auch, wie das viele Leute tun, die weniger Fleisch essen, die essen dann eben mehr Milchprodukte. Irgendwie habe ich mich aber nicht wohl gefühlt. Ich habe manchmal gedacht, das hat was mit der Ernährung zu tun, manchmal gedacht, das ist vielleicht einfach normal, dass man sich so fühlt, oder es ist irgendwas anderes in meinem Leben, zu viel Stress im modernen Alltag, der mich da plagt. Aber diese diffusen Symptome ließen mir keine Ruhe. Also ich habe immer schon eine sehr schlechte Haut gehabt. Die habe ich leider heute immer auch noch. Immer phasenweise unterschiedlich. Aber ich hatte auch ganz viele andere diffuse Symptome. Insbesondere Müdigkeit, auch tagsüber Abgeschlagenheit, dass ich immer dachte, Mensch, das kann doch nicht sein, dass ich, wenn ich das Wochenende mit meiner kleinen Tochter verbringe, die ist jetzt gerade 5, die fordert viel Aufmerksamkeit und Energie von einem, dass ich dann dachte, ich brauche einen Mittagsschlaf, ich bin so kaputt, warum kann die ganze Zeit so toben und ich komme nicht hinterher? Und ich habe immer schon gedacht, irgendwas muss sein, auch mit Lebensmittelallergien. Aber ich habe nie herausgefunden, was es ist. Ich habe dann mal das eine, mal das andere weggelassen, aber irgendwie bin ich dahinter gekommen. Bis mir dann ein Freund empfahl, es gibt so eine Möglichkeit, einfach mal eine Blutprobe einzuschicken in so ein Lebensmitteltestlabor. Die testen dann auf 176 verschiedene Lebensmittel, wie man darauf reagiert, wo man Antikörper im Blut gebildet hat. Und diese Möglichkeit habe ich also genutzt, habe meine Daten dahin geschickt, eine Blutprobe nehmen lassen beim Arzt, hingeschickt, die Auswertung in den Händen gehalten und atmete tief durch mit einem Seufzer der Erleichterung, als ich das Ergebnis in den Händen hielt, wo einfach ganz viel rot war, auf was ich allergisch reagiert habe. Also Eier und Milch und einige Fischsorten, einige andere Produkte, wo ich dachte, natürlich, da wäre ich per Ausprobieren nie hintergekommen. Hab dann also dieses Ergebnis in den Händen gehalten, gedacht, super, endlich habe ich ein bisschen eine Ahnung, woran es liegt. Hefe und Weizen und so war auch dabei.
habe mir angeguckt, was die Ernährungsberatung empfahl in solchen Fällen. Die sagen nämlich, man soll mal 3 Monate ganz streng auf alles verzichten, auf was man da so angeschlagen hat. Und für mich war in dem Moment klar, mit dem Ergebnis in der Hand, ich werde das machen, was da angeraten ist. Ich werde also 3 Monate auf alle diese Produkte verzichten, die angeschlagen sind, und gleichzeitig den Schritt machen, endlich von dem, ich will die Massentierhaltung nicht unterstützen, hinzugehen zu einem, ich unterstütze sie tatsächlich nicht mehr. Das heißt, ich habe in dem Moment von heute auf morgen entschieden, ich lasse jetzt sämtliche tierische Produkte weg. Die Ernährungsberatung war davon nicht ganz so begeistert wie ich, aber das ist deren Problem. Also habe ich mich dran gehalten, 3 Monate alles weggelassen und war ganz fasziniert. Also es war am Anfang etwas beängstigend. Ich habe also innerhalb von, ich glaube, 6 Wochen 5 Kilo verloren. Die hatte ich halt wohl einfach irgendwie über. Habe aber irgendwie fest dran geglaubt, sobald ich mein Gewicht erreiche, das bei mir, für das ich gedacht bin, dass sich das dann einpendeln wird. So ist es auch geschehen. Ich bin deutlich fitter. Das Leben macht mehr Spaß. Ich bin entspannter, ausgeglichener. Insgesamt auch fröhlicher, denn ich habe auch diese Müdigkeitsphasen nicht mehr. Ich bin also weg von diesen Beeinträchtigungen, die durch eine falsche Ernährung einfach entstehen, wenn man das nicht verträgt, was man da isst. Nach den 3 Monaten habe ich mir gesagt, super, ich entscheide mal, dass das, was ich nicht vertragen habe und das, was nicht für mich gut ist, tatsächlich die tierischen Produkte sind. Und ich esse seither auch mal wieder Hefebrötchen, auch mit Weizen, und Soja schlug auch an. Also alles, wenn man eins vermeidet, schlägt das andere zu. Die Sachen esse ich alle wieder in Maßen und die tun mir auch wirklich nichts. Also ich denke, es waren tatsächlich die tierischen Produkte, die mich belastet haben. Wie das so ist, wenn man so eine Änderung macht, ich war ja nicht so besonders gut informiert darüber, bin aber der Typ, ich komme aus einer Wissenschaftlerfamilie. Wenn ich mich dann gesagt habe, ich will das jetzt machen, dann habe ich mich natürlich informiert, gelesen wie eine Wilde, im Internet recherchiert, worauf ich denn jetzt achten muss bei der Ernährung, damit das auch wirklich funktioniert und auch die Ernährungsberatung wieder glücklich ist, was noch so alles dahinter steckt, wie das sich wirklich mit den Tieren verhält. Und was ich da gelernt und gesehen habe, das möchte ich gerne im Weiteren eben auch mit Ihnen teilen. Und das Allerwichtigste, was man da hat und worauf man auch kommt, also ich komme eigentlich über die Schiene Gesundheit und Ernährung zum Veganismus. Die meisten Leute kommen über das Thema Tierschutz dahin, dass sie sagen, sie möchten nicht, dass Tiere für sie sterben. Also das Thema, worauf man zwangsläufig stößt, ist die Frage des Verhältnisses des Menschen zum Tier und umgekehrt. Ich fand das ganz faszinierend. Ich bin gestern gerade aus dem Urlaub zurückgekommen. Ich war mit meiner Tochter und meiner Mutter auf einem Bauernhof. Und da habe ich das also sehr interessiert auch beobachtet, wie meine Tochter da umgeht. Die ist jetzt gerade 5 Jahre. Und das war das Größte für sie, den ganzen Tag da entweder mit den Ziegen zu verbringen oder mit den Katzen und mit denen zu spielen. Ja, da musste ich sie dann manchmal ein bisschen bremsen, weil ich dachte, Mensch, also man muss vielleicht auch ein bisschen vorsichtiger mit den Tieren umgehen, so die Grenzen. Man möchte ja, dass die eigenen Grenzen respektiert werden im Umgang. Man möchte aber auch, dann muss man entsprechend auch die Grenzen des anderen, sei es ein Mensch oder Tier, respektieren, wenn man mit ihm umgeht. Und das ist ja tatsächlich nicht alles unbedingt angeboten. Also ich habe da auch wieder sehr stark gesehen, wie stark die Sozialisation eine Rolle spielt. Aber was ich eben auch gesehen habe, auch bei den anderen Kindern, welche Faszination Tiere haben und wie liebevoll die eigentlich auch alle die Kinder mit den Tieren umgehen und auf sie zugehen. Und ich weiß nicht, wie das bei Ihnen ist. Also ich habe früher auch, ich habe immer Katzen gehabt im Haushalt und das waren also wie selbstverständlich Familienmitglieder mit einem eigenen Recht auf Selbstbestimmtheit und auf ein Leben, so wie sie es führen möchten. Da gab es ein Verhältnis zueinander. Haben Sie auch sowas gehabt? Haben Sie ein Tier mal gehabt oder ein Tier, was Sie in der Kindheit begleitet hat, wichtig war? Zeigen Sie mal. Mal gucken. Meistens sind nämlich ganz viele Leute haben eben eine Beziehung zum Tier. Und dann merkt man auch, dass das reziprok ist. Wahrscheinlich haben Sie auch den Eindruck gehabt, das Tier gibt Ihnen auch was und sie hat auch eine Beziehung zu Ihnen. Das ist nicht nur ein Empfänger oder ein Objekt, mit dem man umgeht, sondern eben ein eigenes, eigenständiges Wesen. Naja. Das sind die Tiere,
die leben, die wir im realen Leben haben. Und nun ist natürlich die Frage, was passiert denn mit den Tieren, wenn sie bei uns auf dem Teller landen? Damit ich das ein bisschen einschätzen kann und auch steuern kann, was ich nun noch erzähle, mögen Sie mal sagen, wer von Ihnen vegan schon lebt, vegetarisch und Mischköstler? Oh, das ist ja eine sehr bunte Mischung, das finde ich ja toll. Bin ich gespannt, wo uns das heute hinführt. Wir sind beim Thema Sozialisation. Ich weiß nicht, ob Sie das lecker finden, was da auf dem Teller steht. Ich habe da schon sehr unterschiedliche Meinungen gehört. Aber stellen wir uns mal vor, Sie sitzen vor diesem Teller, sind zu Besuch bei guten Freunden und sagen, boah, das sieht gut aus, da habe ich richtig Appetit drauf. Und Sie probieren das und sagen, Mensch, das schmeckt auch richtig gut, so wie das sein soll. Was ist denn das? Kann ich das Rezept haben? Typische. Bitte? Bei mir kommt das vor, ich frage das manchmal. Und dann kommen also die Gastgeber und sagen, ach, das ist eigentlich gar nicht so schwierig. Reis, Tomatensauce und die Buletten da, die leben von den richtigen Zutaten. Also als allererstes Mal brauchst du dafür 1,5 Pfund wirklich schlankes, fettarmes, frisches Muskelfleisch von einem deutschen Schäferhund. Dann ist die Frage, wenn man das in einer realen Situation erlebt, wie ändert sich mit einmal Ihre Einstellung zu diesem Fleisch auf dem Teller? Sagen Sie immer noch, das ist lecker? Da höre ich, sehe ich einen Kopfschütteln. Was es zeigt, das geht ganz vielen so, dass sie dann den Kopf schütteln und sagen, das finde ich jetzt nicht mehr appetitlich. Hunde essen, boah, wie kann man nur? Das heißt, was sich da geändert hat, von jetzt auf gleich, ist Ihre Einstellung zu dem Essen auf dem Teller und dem Essen, was Sie im Mund haben. Es hat sich ja nicht das Fleisch geändert und das Gericht, es hat sich nur Ihre Wahrnehmung geändert, wie Sie das Fleisch angucken, was da liegt. Von einem lecker zu einem, oh je meine, wie kann man nur? Man kann doch Hunde nicht essen. Wie kommt es zu dieser Wahrnehmungsänderung? Das ist letztendlich unser Verhältnis, das wir zu einem Haustier haben. Das ist das Verhältnis, was wir zum Haustier haben, auf der einen Seite, genau. Und Es gibt ja auch Menschen, die essen Katzen. genau. Es ist aber nicht nur das Verhältnis, was wir zum Haustier haben. Es ist umgekehrt auch das Verhältnis, was wir zu sogenannten Nutztieren haben. Nämlich diese willkürliche Einteilung in Nutztier, in Anführungszeichen essbare Tiere und Haustiere oder wilde Tiere oder Insekten oder was auch immer, die wir für nicht essbar einstufen. Aber wie Sie eben schon richtig gesagt haben, variiert das eben. Und es variiert von Kultur zu Kultur, welche Tiere als essbar angesehen werden und welche Tiere irgendwie tabu sind. Ne? In China essen sie Hunde. Das finden wir hierzulande nicht so toll. In Südamerika steht das Meerschweinchen auf dem Plan. Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, aber ich kann mich auch nicht so richtig mit den französischen Froschschenkeln und Schnecken und Austern anfreunden. Das ist nicht so meins. Und zwar nicht nur aufgrund des Geschmacks. Ich habe 2 von 3 nicht einmal probiert, sondern alleine vom Gedanken daran. Es ekelt mich vor dem Gedanken, diese Tiere zu essen. Wie bei ganz vielen anderen. Ich sagte schon Insekten oder andere Dinge. Und es ist rein kulturell bedingt. Wir sind damit aufgewachsen, mit diesem Schema, Schweine, Rinder, Hühner essen wir und vielleicht auch noch ein Kaninchen, wenn wir so erzogen sind. Da teilen sich schon die Geister, welche Tiere eigentlich zu dem essbaren Kreis gehören. Noch mehr natürlich, wenn man sich das international dann anguckt, weil wie gesagt, jede Kultur hat seine eigenen Tiere definiert. Wobei bei Muscheln natürlich dazu kommt, dass die Muscheln wasserfüllter sind. Ja, bei den Muscheln kommt noch ganz, ist natürlich auch immer eine Frage der Verfügbarkeit in den jeweiligen Ländern. Das ist ganz klar. Aber eigentlich ist Ihnen eins, es wird etwas definiert. Und es wird kulturell definiert. Es gibt auch kein anderes Thema, glaube ich, was so durchgängig in den Religionen ganz klar definiert ist. Mit Tabus belegt teilweise, welche Tiere darf ich essen? Ja? Denn wir sagen ja nicht nur in Deutschland, wie schrecklich, dass die Hunde gegessen werden in China. Wir schütteln ja genauso den Kopf vor den Muslimen, die da sagen, Schweine sind tabu. Dass man sagt so, was sind die aber komisch, dass die keine Schweine essen? Das ist doch ganz normal. Und es ist genau diese Normalität, die durch die Sozialisation und durch diese
vererbte Kultur immer wieder transportiert wird. Es wird suggeriert, das sei ganz normal. Und wenn jetzt jemand wie Sie oder jemand wie ich abweicht von dieser Norm, dann kriegen wir dann einen Stempel aufgedrückt. Also das Postulat ist eben, Fleisch von bestimmten Tieren zu essen wäre normal. Das bedeutet aber auch, dass die Leute in der allgemeinen Masse immer den Eindruck haben, es ist eben normal. Das heißt, ich habe gar keine Wahl. Das esse ich eben, weil das ist das, was man eben tut. Und ein Bewusstsein dafür, dass man die Wahl hat, und das ist das Kuriose, das habe ich auch bei mir entdeckt, das ist ein Paradox, ja, dass ich die Wahl habe, das zu essen oder nicht, ernsthaft verinnerlicht habe ich das erst, nachdem ich aufgehört habe, an diesem System teilzuhaben. Nachdem ich aufgehört habe, die Sachen mitzuessen. Mit einmal sieht man und nimmt man die Welt ganz anders wahr, auch in diesem Bereich. Das ist ganz erstaunlich. Und was ich schon sagte, wir haben ja dieses einfach kulturelle System, was da sagt, einige Tiere kann man gut essen, andere vielleicht nicht so toll. Wenn man davon abweicht, als Vegetarier oder eben neuerdings auch als Veganer, dann kriegt man den entsprechenden Stempel aufgedrückt. Und muss sich auch gerne mal rechtfertigen dafür. Ich weiß auch noch, als ich das noch gar nicht war, wie oft ich gefragt wurde, bist du Vegetarier, weil ich irgendwie im Restaurant von der vegetarischen Karte bestellt habe und nicht die Fleischgerichte. Aber ich habe gesagt, nee, aber ich esse halt lieber ohne, ne? Man kriegt also einen Stempel aufgedrückt. Dass aber dieses System selber, was dafür sorgt, dass wir Fleisch essen, das wird überhaupt nicht sichtbar gemacht. Das ist quasi ein System, in dem wir groß geworden sind und leben und das wir gar nicht wahrnehmen. Da gibt es auch gar keinen Namen für. Oder gab es nicht bis vor kurzem. Inzwischen gibt es einen Namen. Ich weiß nicht, ob Sie das schon mal gehört haben. Wie nennen Sie jemanden, der sich dazu entscheidet, Fleisch und andere tierische Produkte zu essen? Karnivore ist interessant, ist aber nicht ganz trifft nicht gleich den Vergleich. Dann müsste ich ja eigentlich beim Vegetarier sagen, was ja auch viele dann sagen, Pflanzenfresser. Pflanzenfresser oder Karnivore, das ist eine biologische Gegebenheit. Ich habe die Veranlagung und die Möglichkeit, bestimmte Nahrung zu verdauen und zu verarbeiten. Das trifft das ja hier nicht. Manchmal sagt man auch Omnivore oder Mischköstler, habe ich vorhin gesagt. Das sind alles Sachen, die aber sich auch nur darauf beziehen, was die Leute wirklich essen. Während beim Vegetarismus und Veganismus ja nicht nur das, was esse ich, bezeichnet wird, sondern auch immer eine gewisse Geisteshaltung, die dahinter steht. Aber auch hinter dem Fleischkonsum steckt eine Geisteshaltung. Was man interessanterweise, wie gesagt, oft erst merkt, wenn man da nicht mehr Teil des Systems ist und nicht mehr sich darin so bewegt. Und für diese Geisteshaltung hat Professor Melanie Joy aus den USA einen Begriff geprägt, hat nämlich gesagt, wenn Vegetarismus und Veganismus existiert, dann gibt es vielleicht auch einen Karnismus. Und entsprechend eine Person, die dem anhängt, das ist dann ein Karnist. Das ist jemand, der glaubt, dass es völlig in Ordnung ist, manche Tiere zu essen. Karnismus ist definiert, laut Melanie Joy, als das unsichtbare Glaubenssystem, das uns dazu bringt, manche, in Klammern manche, Tiere zu essen. Welche manche Tiere das sind, variiert dann von karnistischer Kultur zu karnistischer Kultur, aber das Grundprinzip ist das gleiche. Und das Grundprinzip der Unsichtbarkeit ist auch das gleiche. Das ist normal, das ist Normalität, das nehmen wir nicht wahr. Ein Teil dessen, das dafür sorgt, dass wir das nicht wahrnehmen und nicht sehen, liegt ja auch darin begründet, dass die Opfer des Karnismus nicht sichtbar werden und nicht zu sehen sind. Das sind die menschlichen Opfer, auch das gesundheitliche Opfer, was wir teilweise dafür bringen, davon spreche ich nachher noch. Und es sind eben auch und gerade die Tiere, um die es da geht, über die mal berichtet wird,
Aber wenn, das ist das Interessante, das mediale System in Deutschland und anderen Staaten stützt eigentlich diese Sichtweise, es ist ja okay, Tiere zu essen. Denn es wird ab und zu darüber berichtet, wenn der nächste Lebensmittelskandal kommt, dann wird darüber geredet, ob da schärfere Kontrollen her müssen oder ob der Verbraucher nicht an allem schuld ist, was ich übrigens eine Zumutung finde, dass uns das immer in die Schuhe geschoben wird. Aber es wird selten die Tatsache des Fleischkonsums an sich in Frage gestellt. Die Tiere sieht man nicht und es ist ganz schrecklich, ich habe das alles nicht gewusst. Ich muss es sagen, ich bin jetzt Mitte 40, ich habe 20 Jahre lang gesagt, oh, wie schlimm die Massentierhaltung. Ich will die ja nicht mit meinem Geld unterstützen. Getan habe ich es in Maßen natürlich trotzdem. Und ganz ehrlich, ich habe dann, als ich mich dann informiert habe und recherchiert habe, habe ich gedacht, Mensch, Birgit, ja, ich dachte immer, das ist schlimm. Aber ich habe mir nie im Leben vorstellen können, dass das so schlimm ist. Und wir sehen es einfach nicht, wir kriegen es nicht zu sehen. Also wo ich vom Glauben abgefallen bin, ich habe es nicht gewusst. Ich habe studiert in Deutschland, ich bin rumgekommen in der Welt, ich habe Kontakte, und ich habe es, meine Augen waren verschlossen. Ich habe recherchiert, ich habe mir das alles angeguckt und was musste ich feststellen? Dass ich das nicht gewusst habe, lag nicht daran, dass die Informationen nicht da gewesen wären, sondern es lag tatsächlich daran, dass ich einfach auch nicht bereit war, sie zu sehen. Für mich kam diese Bereitschaft, hinzugucken, tatsächlich erst nachdem ich aufgehört hatte, da drin zu sein und mitzumachen. Dann habe ich also mir all die schrecklichen Bilder angeguckt, bei denen einem wirklich, da kann man Rotz und Wasser heulen, ja, wenn man das sieht. Ich mag die auch nicht mehr sehen, ich mag die auch nicht mehr zeigen. Ich will Ihnen gleich einen Film zeigen. Ich zeige Ihnen nichts von Schnabelkürzen und Schwanzkopieren und Brutalität bei Schlachtungen und diesem und jenem. Das kann ich selber nicht mehr sehen. Ich zeige Ihnen auch nicht, wie diese armen Eintagsküken vergast und geschreddert werden. 50 Millionen männliche Küken alleine in Deutschland jedes Jahr, die bei lebendigem Leib durch einen Fleischwolf gedreht werden oder vergast werden. Ich habe es nicht gewusst. Ich weiß das seit anderthalb Jahren. Nicht mal. Was ich Ihnen aber zeigen möchte, ist ein kurzer Ausschnitt, weil ich es auch sehr schrecklich finde, einfach aus dem ganz normalen Alltag in Schweineställen in Norddeutschland. Wir haben einen kleinen Ausschnitt ausgewählt. Wie gesagt, keine Brutalität, nur der ganz normale Alltag für Schweine in Deutschland. Aufnahmen aus verschiedenen Stellen in Norddeutschland von Animal Rights Watch. 2 Minuten 20 Sekunden. Ich bitte Sie, das anzuschauen. Natürlich, wenn Sie sagen, Sie können das gar nicht, man kann sich die Augen zuhalten, Ohren zuhalten, was auch immer. Es ist so schlimm nicht. Schauen Sie sich das an, das ist das Alltag der Tiere. Sehen Sie an, wie viel Tageslicht die haben. Sehen Sie sich an, wie viel Bewegungsfreiheit die haben. Und dann stellen Sie sich vor, Sie haben mit Schweinen intelligente Tiere, die sind intelligenter als die Hunde, die Sie auf der Straße treffen, mit denen Sie spielen und toben. Und das ist das, was wir den Tieren Tag für Tag zumuten. Wie war das? 50 Millionen Schweine im Jahr, glaube ich, in Deutschland, die so oder so ähnlich, manche ein bisschen besser, manche ein bisschen schlechter, so ist das immer, aber grundsätzlich, die wir so existieren lassen. Leben kann man das nicht nennen. Ich finde es nur wichtig, dass man sich das anguckt und ab und zu klar macht, was da in unserem Namen den Tieren angetan wird.
2 Minuten 20 aus dem Schweineleben, der Alltag in Deutschland. Bevor wir weitermachen, haben Sie dazu Fragen oder Anmerkungen? Eine praktische Frage, wie Sie damit selbst umgehen. Ich vermute, dass nachdem Sie jetzt auch schon eine ganze Weile vegan leben, Sie wahrscheinlich damit emotional aufgeladen werden, wenn Sie solche Bilder sehen. Wie gehen Sie damit um, nicht zu stark zu werten, zum Beispiel gegenüber den Leuten, die dieses System mit ihrer mit dem System der Willful Blindness unterstützen, also indem sie einfach sich entscheiden, wegzuschauen. Also wie gehen Sie damit um? Das ist eine gute Frage. Also ich gestehe mir zum Beispiel das Verständnis für die psychologischen Mechanismen, die dahinter stehen, hat mir sehr geholfen dabei. Ich denke, man muss sich ja auch selber hinterfragen. Ich sage mir also immer, zum einen sage ich mir, Birgit, du bist jetzt 43 Jahre alt, 42 Jahre deines Lebens hast du das selber gemacht. Würdest du dich dafür verurteilen? Die Antwort ist nein. Denn das ist einfach das Gepräge, in dem wir leben. Und genauso sehe ich das auch mit anderen. Also ich denke, jeder muss da tatsächlich selber für sich einen Weg finden, wie er mit dem Thema sich auseinandersetzt. Mir ist es nur wichtig und ich finde es gut, wenn sich die Leute tatsächlich mit dem Thema einmal beschäftigen und wenn sie eine bewusste Entscheidung treffen. Und nicht die unbewusste, die uns in unserem Leben vorgegeben wird von der Gesellschaft. Die Entscheidung des Mitmachens und Wegguckens. Wir haben schon gesagt, Fleisch zu essen wird als normal postuliert. Es wird unsichtbar gehalten. Aber dieses Unsichtbarhalten reicht ja nicht, um das System zu festigen. Das heißt, es gibt laut Melanie Joy auch die drei N's der Rechtfertigung für so ein System, die das System am Leben halten, weshalb es so erfolgreich ist. Das ist zum einen eben die Normalität, die wir uns schon angeguckt haben. Das ist halt normal, Fleisch zu essen. Jeder, der es nicht tut, der wird komisch angeguckt. Ist auch toll übrigens, was mir passiert, seit ich vegan lebe, wie oft andere Menschen das thematisieren. Nicht ich, die anderen. Sie werden es kommen ja nicht rühren, ne? Nee. Wirklich. Also ich sag ja, ich war im Urlaub. Wir machen einen 3-Generationen-Urlaub. Ich war mit meiner Tochter und meiner Mutter im Urlaub. Und es war teilweise schon anstrengend, dass bei fast jedem Essen, was wir hatten, meine Mutter angefangen hat, darüber zu reden, was ich nun und sich im Kopf gemacht habe, was ich nun esse oder nicht esse. Ja, und es ist ja so schwierig, auch mit dir essen zu gehen. Ich sage, es ist überhaupt nicht schwierig. Ich finde in jedem Restaurant was ich essen kann. Ja, ich kann natürlich ein bisschen gucken, ich muss es mir ja nicht schwer machen, ich kann ja auch vorher gucken. Aber was ist daran schwierig? Ja, es ist nicht schwierig. Das ist, ja. Ja, also ich bin auch vor einiger Zeit mit meiner Frau zusammen im Urlaub gewesen. Wir waren in Bayern. Und ich beschäftige mich schon seit geraumer Zeit damit. Also Wurst esse ich schon 2 Jahre nicht mehr. Aber um Milchprodukte komme ich kaum herum. Aber wenn man jetzt in Bayern essen geht und möchte dann einigermaßen vegetarisch essen, das ist immer eine Diskussion. Da kommt man gar nicht drum hin. Und ich bin auch schon aus Lokalen rausgegangen, weil da gar kein Wille dahinter war. Ich kriege keine Bratkartoffeln, die müssen dann ja mindestens mit Butter gemacht werden. Sonst wird das ja nichts. Ansonsten kommt immer Fleisch auf den Tisch. Okay. Das ist schwierig. Ich finde, es ist schwierig. Und wir haben Freunde, ist ein Paar, die essen immer nur fleischlos. Ja, und dann, wenn wir zusammen essen gehen, dann suchen wir uns Lokale, wo das eben geht. Punkt. Anders geht's nicht. Ja, das mag sein, dass das natürlich von Region zu Region auch unterschiedlich ist. Ich habe tatsächlich auch schon in Bayern sehr gute Erfahrungen gemacht und war ganz überrascht. Ich finde das eher so im Frankfurter Raum schwierig. Da hat man eigentlich sehr wenig Auswahl. Aber meistens ist es doch so, wenn man fragt, und ich bin nicht schüchtern,
Ich sage dann, was ich will, weil ich auch denke, wenn man es nicht sagt, dann wird der Bedarf auch gar nicht entdeckt. Ich sage dann halt, was ich möchte. Und ja, es gibt immer noch Gegenden oder Lokale, in denen die Leute dann komisch gucken und nicht so richtig mit dem Wort vegan was anfangen können. Das gibt es auch. Aber es gibt auch andere, wo das völlig unproblematisch ist und die Leute drauf eingehen. Also ich war gestern Mittag essen, und da war es kein Problem, die Bratkartoffeln eben vegan zu kriegen. Und die wussten auch, was in ihren anderen Produkten drin ist und so weiter. Also es ändert sich, es ist aber sicherlich klar von Region zu Region unterschiedlich. Aber zurück zu unserem System. Fleisch essen ist also normal, sagt uns die Gesellschaft, in der wir leben. Sie sagt uns auch, Fleisch essen wäre ganz natürlich. Ne? Wir sind ja Allesfresser. Und wenn nicht gar Karnivoren, also ich habe ganz spitze Eckzähne, mit denen ich, und die unglaublichen Krallen, mit denen ich mir meine Tiere selber reißen kann und so. Ich bin ein richtiges Raubtier. Also eigentlich bin ich ein Löwe. Man sieht es mir nicht so an, aber eigentlich bin ich ein Löwe. Das ist natürlich auch alles stark umstritten. Da können sich die Leute von mir aus auch gerne die Köpfe einschlagen. Ich bin der Meinung, das stimmt so nicht ganz. Wir haben uns zwar die Fähigkeit antrainiert im Laufe der Jahrhunderte, dass wir auch durchaus Fleisch und Milch verzehren können in kleinen Mengen. Das bedeutet aber auch nicht unbedingt, dass es gut für uns ist. Und es bedeutet vor allen Dingen eines nicht. Es bedeutet nicht, dass wir es essen müssen. Weil selbst wenn Leute vertreten, wir sind Allesfresser, dann bedeutet das genauso, dass wir auch pflanzliche Nahrung durchaus zu uns nehmen können. Mit Gewinn. Das dritte N. Fleisch zu essen ist notwendig. Und das ist das, mit dem wir häufig am meisten zu kämpfen haben. Ich auch. Diese ganze Rechtfertigung. Du isst kein Fleisch, aber woher kriegst du denn dann dein Protein und deine Vitamine und dein Calcium? Ja? Es ist ganz erstaunlich, wie viele Menschen sich mit einmal dafür interessieren, wie gut man versorgt ist mit allen wichtigen Nährstoffen. Und Vitamin. Eine Frage, die einem sonst nie gestellt wird. Und wir haben ja eine dermaßen Junkfood-Kultur. Selbst meine Hausärztin, die sagte dann gleich, Sie ernähren sich vegan? Wie ist denn das mit Ihrem, ich weiß nicht, was sie gesagt hat. Sie hat sich irgendwas der Dinge Eisen oder sonst was ausgesucht. Also meine Eisenwerte sind jetzt deutlich besser, als sie waren, als ich noch Fleisch gegessen habe. Aber das steht auf einem anderen Blatt. Mit einmal interessiert es die Leute. Während mit dem, was wir im Alltag hier über die Supermärkte und McDonald's und was wir haben, vorgesetzt kriegen, da interessiert es keinen Menschen. Also das ist auch etwas, dieses Postulat, das wäre notwendig und nur weil man das isst, ist man prima versorgt. Das ist ja natürlich auch irgendwie ein völliger Trugschluss. Versteht man aber auch besser, wenn man es eben unter dem Aspekt sieht, das ist ein psychologischer Schutzmechanismus. Das ist nicht unbedingt die sachliche Frage. Das merke ich auch eben im Alltag. Werden Sie dann wahrscheinlich auch schon gemerkt haben. Man kommt unter einen Rechtfertigungsdruck. Die Leute versuchen einem immer zu erzählen, warum man anders essen muss oder warum sie nie auf Fleisch oder Milch verzichten könnten. Also wir haben den Karnismus, der uns erzählt, Fleisch zu essen wäre normal, natürlich notwendig. Das ist ein psychologischer Mechanismus, der auch in anderen Systemen greift, die darauf beruhen, eine Ideologie und ein System aufrechtzuerhalten, unter dem andere leiden müssen. Denn das ist ja wohl ganz klar, unter diesem System leiden allemal die Tiere. Und wir müssen unseren natürlichen Impuls eigentlich jeden Tag unterdrücken, nämlich den natürlichen Impuls, der uns sagt, Tiere sind toll, Tiere sind liebenswert. Und wir schaffen uns eine kognitive Dissonanz, die also zwischen dem Tier, was sich da auch die Schweinchen, die haben mit dem Hausschweine da auf dem Bauernhof gehabt, der also nicht zum Verzehr, sondern zum Angucken. Die sind niedlich. Ich kann es nicht anders sagen. Und wir stellen die Verbindung nicht mehr her zwischen den lebendigen Tieren und dem Stück Fleisch, was auf dem Teller liegt. Das wird uns auch leicht gemacht. Wir gehen ja in den Supermarkt und holen uns da die abgepackten Fleischstücke. Wir sind ja auch so weit weg von dem Prozess der Fleischgewinnung.
Das war ja vor 100 Jahren auch noch anders. Da hat man das oft noch selber miterlebt, wie das mit der Viehaufzucht und der Schlachtung passiert. Wir sind heute eben auch sehr weit davon weg. Den gleichen Mechanismus benutzen auch andere Systeme. Haben Sie vielleicht alle schon mal gehört, wenn es zum Beispiel um Sklavenhaltung geht. Da hieß es, es gibt früher genauso. Die Sklavenhaltung, das ist doch völlig normal. Das haben wir immer schon so gemacht. Warum sollen wir das jetzt nicht so machen? Das ist auch natürlich. Die sind ja minderwertig da, die Schwarzen, die Neger. Die sind ja gar nicht so wie wir. Die fühlen ja nicht so wie wir. Die leiden ja nicht so. Die kennen das ja auch gar nicht anders. Das ist für die auch ganz natürlich. Und wir brauchen das auch. Wenn wir das nicht hätten, die billigen Arbeitskräfte, wo würden wir landen? Ja. Die Mechanismen sind also ähnlich. Das sage ich jetzt nicht, um über Sklavenhaltung zu sprechen, sondern nur um zu zeigen, dass es hier um ganz normale psychologische Mechanismen gibt, der Rechtfertigung für etwas, das man tut, von dem man selber eigentlich auch weiß, oder viele Leute eben sagen, ich finde das nicht so richtig. Natürlich gibt es auch Leute, die das einfach völlig in Ordnung und richtig finden. Aber sehr viele Menschen eben, und deshalb sind sie ja möglicherweise auch hier, weil sie dazugehören, die sagen, so richtig toll finde ich das nicht. So viel zu der Einführung über die psychologischen Hintergründe. Mein Fazit ist eigentlich das, was ich sehr schön formuliert finde von der Albert-Schweitzer Stiftung. Die haben diese schönen Broschüren, die wir auch vorne ausliegen haben. Die heißen selbst wenn Sie Fleisch mögen. Da steht dann drauf, selbst wenn Sie Fleisch mögen, können Sie irgendwie Teil der Bewegung sein, die zum Tier, ich weiß nicht genau, was da drauf steht. Ich formuliere es immer um. Ich sage, das heißt, selbst wenn Sie Fleisch mögen, es zwingt Sie keiner, es auch zu essen. Warum es eine gute Idee ist, das wegzulassen, das Fleisch und die anderen Produkte, möchte ich Ihnen hier zeigen. Das möchte ich eigentlich relativ kurz halten, weil ich denke, man findet sehr viele Informationen dazu sowieso im Internet. Mir ist wichtig, gleich eines zu sagen, dieses ganze Gerede, was man hat, wir hatten gesagt, Fleisch ist notwendig, das ist nachgewiesenermaßen Blödsinn. Die größte weltweite Vereinigung von universitär ausgebildeten Ernährungswissenschaftlern, das ist die ADA, die heißen inzwischen anders, ich vergesse das immer, wie die heißen, in den USA, die haben seit Jahren schon eine Richtlinie, in der sie auf 30 Seiten erklären, warum und unter welchen Umständen eine vegetarische inklusive einer veganen Ernährungsform möglich und geeignet ist und was das für Auswirkungen hat. Und seit Jahren sagen die schon, dass diese Ernährung für alle Altersstufen geeignet ist. Also auch das, was wir heutzutage von der Deutschen Gesellschaft für Ernährung immer noch hören. Aber in der Schwangerschaft und bei kleinen Kindern, da brauche ich doch mindestens die Milchprodukte. Da gibt es die andere wissenschaftliche Seite und die großen Organisationen in den USA, die ADA, auch die Gesellschaft der Kinderärzte dort, auch die kanadische Gesellschaft der Kinderärzte, die sagen, die vegane, vegetarische Ernährung ist für alle Altersstufen geeignet. Und sie ist nicht nur geeignet und liefert alle möglichen Nährstoffe, wenn man sie denn richtig macht, genauso wie das aber auch für eine fleischhaltige Ernährung gibt. Auch die bringt einem nur die richtigen Nährstoffe, wenn man sie richtig macht und nicht McDonald's-Esser ist täglich. Dann hat die vegetarische, besonders eben die vegane Ernährungsform, auch tatsächlich gesundheitliche Vorteile. Nämlich bei der Prävention und der Behandlung bestimmter Krankheiten. Diese Ernährungsform ist gesünder. Das ist das, was ich am eigenen Leibe erlebe und viele Menschen eben auch schon erlebt haben. Das sagen die Ernährungswissenschaftler. Es gibt dazu sehr viele Studien, gerade in letzter Zeit kommen immer mehr Studien raus, weil gerade in letzter Zeit auch viele Langzeitstudien abgeschlossen wurden. Am Anfang hat man sich da auf den Fleischkonsum gestürzt. Inzwischen ist es aber auch so, dass sehr viel auch bekannt ist zu den Folgen des Milchkonsums. Wobei bei all diesen Produkten die Schädigungen tatsächlich erst nach längerer Zeit auftreten. Da sammelt sich eben was an. Ja, bevor ich einen Herzinfarkt kriege, da müssen meine Arterien schon ganz schön
Belastungen ausgesetzt sein. Das passiert nicht ganz schnell, das passiert langsam. Die gute Nachricht ist, dass wenn man die Ernährung umstellt, das ist auch bereits erwiesen und untersucht, dass unser Körper unheimlich regenerationsfähig ist. Das heißt, wenn wir ihm die richtigen Sachen zufügen und die Sachen, die ihn schädigen, weglassen, können tatsächlich ganz viele Erkrankungen wieder gemildert werden, kuriert werden oder mindestens der Fortschritt beschränkt werden. Das gilt in erster Linie für die Zivilisationskrankheiten, die sogenannten. Es gibt da einen wunderschönen Vortrag von einem Herrn Dr. Greger. Wenn Sie das auf YouTube finden, das ist ganz fantastisch. Der macht das jedes Jahr wieder, dass er sich die Todesstatistiken der USA vornimmt. Und er sagt, von den 10 häufigsten Todesursachen, die man in den USA findet, da lassen sich 9 durch eine vegane Ernährung positiv beeinflussen und reduzieren. Das Einzige, woran eine vegane Ernährung nichts ändern kann, das sind leider Unfälle. Wenn ich unter das Auto komme, da hilft mir das Essen nichts mehr. Aber Krebs ist eine Entzündungsreaktion quasi oder zum Teil eben auch. Die lässt sich positiv beeinflussen. Sehr schön nachzulesen bei Dr. Campbell in der, ich weiß nicht, haben Sie schon mal gehört von der Shiner Study? Ein sehr umfangreiches Buch mit sehr vielen Grafiken und Zahlen. Aber dort wurde sehr schön nachgewiesen, die konnten bei Mäusen, also wir können ja Krebs bei Mäusen sowieso schon heilen, leider bei Menschen nicht, außer durch Ernährung vielleicht oder teilweise bei manchen Krebsarten. Der hat es an Mäusen sehr schön gezeigt. Wenn ich Mäusen eine fetthaltige Ernährung gebe oder tierische Fette gebe, dann wachsen die Tumore. Wenn ich das einstelle, dann schrumpfen sie wieder. Also der konnte durch das Essen Krebswachstum an- und ausstellen. Bei Herzerkrankungen ist auch in den USA ein ganz berühmter Arzt, Dr. Caldwell Esselstyn. Der Name ist fürchterlich. Weiß nicht, haben Sie von dem gehört? Das ist der Arzt, der Bill Clinton zu einer veganen Ernährung geführt hat. Der zeigt sehr eindrucksvoll, und auch da gibt es ganz tolle Videos auf YouTube mit seinen Vorträgen, der zeigt sehr eindrucksvoll, das ist ein Herzspezialist, ein Herzchirurg, der hat irgendwann aufgehört, am Herzen zu operieren, weil er gesagt hat, er betreibt doch lieber die Prävention. Er findet es ein bisschen, es wurde immer gesagt, vegane Ernährung, das ist ja so extrem. Und er sagt dann immer, ich finde das nicht extrem. Was ich extrem finde, ist, dass wir den Leuten den Brustkorb aufschneiden, sie betäuben, an die Herz-Kreislauf-Pumpe setzen und ihnen da am Herzen rumoperieren, sie dann hinterher wieder zunähen. Das finde ich extrem und das würde ich gerne vermeiden. Und der zeigt ganz eindrucksvolle auch Röntgenbilder, Vorher-Nachher-Aufnahmen von den Adern, die völlig verklebt und verengt sind. Und wenn die Leute bei ihm tatsächlich rigoros ein Programm mit gesunder veganer Ernährung, sie sagen dann nicht vegan, die sagen dann pflanzlich, rein pflanzliche Ernährung, damit man eben nicht sich von Oreo-Cookies und solchen Geschichten ernährt. Die sind ja auch mal lecker. Da zeigt er sehr eindrucksvolle Erfolge, auch in kürzester Zeit, in wenigen Monaten, wie tatsächlich auch die Adern wieder aufgehen, weil die Sachen abgebaut werden können, weil der Organismus Ruhe hat. Ja, es gibt weitere Studien, Osteoporose, Diabetes, das sind alles Krankheiten, die tatsächlich auch, natürlich ist immer nicht nur, ne, wir reden von statistischen Zusammenhängen, ja, jeder einzelne Fall ist natürlich einzeln gelagert und kann auch andere Ursachen haben, aber statistisch gesehen sehr stark mit dem Milchkonsum korrelieren. Da zeige ich auch gleich noch, woher das kommt. Und auch diverse andere Krankheiten. Also die Liste ist lang. Die Studien sind ganz eindrucksvoll. Ich habe Ihnen nur mal ein Bild mitgebracht. Das ist jetzt tatsächlich aus der China-Studie. Die haben ausgewertet, tatsächlich, wie Milchkonsum mit Diabetes korreliert ist. Das heißt, man kann da sehr schön zeigen, dass je höher der Milchkonsum ist in einem Land, umso höher auch die Fälle an Diabetes, die da diagnostiziert werden. Das ist jetzt natürlich ein sehr einfaches Chart. Wie gesagt, das ist ein dickes Buch, da wird dann auch genauer erklärt, wo diese ganzen Zahlen und Werte herkommen. Mir geht es nur darum, einmal das Bewusstsein für die Thematik zu schaffen heute. Mehr können wir eh nicht leisten in dieser Zeit.
warum ist Fleisch und Milchprodukte denn schädlich? Was lösen die eigentlich aus im Körper? Das Allerwichtigste ist tatsächlich die Müdigkeit, die ich eingangs schon genannt hatte. Ich kenne auch einen Referenten, der leitet Seminare. Der hat zu mir schon vor Jahren, es ist witzig, dass das dann später kommt, einem das dann immer wieder in den Sinn, ja. Der hat schon vor mehreren Jahren zu mir gesagt, als ich bei ihm an einem Seminar teilgenommen hat. Also, wenn ich ein Seminar halte, in der Mittagspause, da esse ich kein Fleisch. Weil ich genau weiß, wenn ich das tue, dann falle ich hinterher in dieses Mittagsloch. Dann kann ich hinterher nicht mit voller Dynamik und Aufmerksamkeit das Seminar weiterleiten. Die anderen können gerne Fleisch essen, ich stelle mich drauf ein, ich weiß dann, kennen Sie vielleicht auch, nach der Mittagspause nimmt man die Themen, die nicht so viel Aufmerksamkeit erfordern, weil die Leute alle irgendwie müde sind. Und das passiert, weil ganz einfach die Nahrung, die wir dem Körper zuführen, wenn die fleischlich ist, tatsächlich den Organismus einfach belasten. Was wir sehen im Körper mit den Punkten, die hier genannt sind, mit der Müdigkeit, Temperaturerhöhung des Blutes, Vermehrung weißer Blutkörperchen, das ist jetzt alles, ich will da nicht ins Detail gehen, ja, Erhöhung des Viskositätsgrades und Verminderung der Alkalität, auf die kommen wir gleich noch kurz. Das sind alles ganz natürliche Abwehrreaktionen im Körper. Und wie wir nachts schlafen, um uns zu regenerieren, so zeigt uns der Körper durch die Müdigkeit, mach mal langsam, ich muss jetzt hier das erstmal verarbeiten, was du mir hier zugeführt hast und angetan hast. Das ist, wenn Sie sich rein pflanzlich ernähren, probieren Sie das gerne aus, dann ist dieser Effekt nicht da. Es muss aber wirklich rein pflanzlich sein, also nicht noch, ne? Wir hatten das mit den Milchprodukten, nicht mit Käse überbacken oder sowas, sondern wirklich pflanzliches Essen. Wenn jetzt die Alkalität im Blut vermindert ist, dann zeigt das eben, dass das oder geschieht das, weil das tierische Protein, das ist jetzt ein bisschen technisch alles, was nicht zu sauer ist für den menschlichen Organismus. Ich muss irgendwo diesen Stoff neutralisieren. Das macht der Körper bevorzugt mit Phosphat, den er aus den Knochen zieht. In den Knochen ist das gebunden mit dem Calcium. Das heißt, gleichzeitig mit dem Phosphat ziehen wir uns auch das Calcium aus den Knochen und das ist genau der Grund, warum die Leute, die auch ganz viel extra, ganz viel Milch und Milchprodukte essen, je mehr sie davon essen, umso eher die Osteoporose kriegen, weil nämlich das Calcium, was sie sich dazu führen über die Milchprodukte, es ist zwar toll, dass sie sich das zuführen, aber bei der Verdauung der Milchprodukte braucht der Körper mehr Calcium, als da drin ist jetzt, oder beziehungsweise er braucht eben auch das Phosphat und zieht dadurch das Calcium aus den Knochen wieder raus. Im Endeffekt ist die Calciumbilanz also dann negativ und wird eher was ausgeschieden. Das ist natürlich eine Aussage, die ist umstritten. Da werden Ihnen auch Leute was anderes erzählen. Das ist das, was ich Ihnen sage dazu. Aber Sie können sich ja selber umtun und entscheiden, welcher Meinung Sie sich dann nachher anschließen. Ist ja alles, wie immer, nichts eindeutig in der Medizin und in der Wissenschaft. Nachdem ich das jetzt erzählt habe, wie schlimm das alles ist, möchte ich Ihnen jetzt zeigen, was das alles Gutes gibt. Und zwar über die vegane Ernährung sprechen. Ich habe mir angeguckt, ne, die Frage, die man immer kriegt, was kannst du denn dann überhaupt noch essen? Und habe festgestellt, dass es da ganz, ganz viel gibt. Und vor allen Dingen ganz viel, was ich vorher noch gar nicht kannte. Also für mich war die Umstellung auf eine vegane Ernährung eine kulinarische Bereicherung. Dies ist die Lebensmittelpyramide. Es gibt da verschiedene vegane Lebensmittelpyramiden. Man kann sich also auch da wieder aussuchen, was die Sachen drauf hat, die man am liebsten mag. Gibt's kleine Varianten. Ich denke, das Grundprinzip ist aber das gleiche. Das Grundprinzip sagt, die Ernährung sollte basieren auf Gemüse in erster Linie, Obst in zweiter, da scheiden sich ein bisschen dann die Geister. Getreide und Pseudogetreide kann man auch essen, auch in größeren Mengen gerne. Pseudogetreide sind dann eben Sachen, die oft unter Getreide fallen, aber es nicht wirklich sind. Ich mache da zum Beispiel dann viel mit Hirse. Ist auch ganz lecker, habe ich auch vorne ja was gekocht für Sie.
Das sollte die Basis sein des Essens. Ganz wichtig und nicht zu unterschätzen sind grünes Gemüse. Alles, was Spinat, Grünkohl, Erbsen, Bohnen sind. Und eben auch tatsächlich die weitere Hülsenfrüchte, also auch Linsen und Kichererbsen esse ich jetzt ganz viel, weil das wirklich ganz tolle Lieferanten sind für Eiweiße. Neben Nüssen ist das gute Eiweißquelle. Eisen, was Calcium, also alles, was der Körper eigentlich braucht. Ich sehe also zu, dass ich möglichst viel davon auch zu mir nehme. Öle und Fette stehen hiermit in dieser Ernährungspyramide. Wenn Sie ein Anhänger sind von dem Dr. Esselstyn, von dem ich vorhin gesprochen habe, und Probleme haben mit Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Durchblutungen und so weiter, dort wird ganz klar gesagt, Öle und Fette haben überhaupt nichts auf dem Speiseplan verloren. Die gehören hier überhaupt nicht rein in eine gesunde Ernährung. Wir wollen hauptsächlich die unverarbeiteten Sachen, weil sobald das Öl und Fett rausgepresst ist aus den Produkten, aus den, weiß nicht, Leinsamen. Leinsamen sind toll, Leinöl ist nicht toll, Oliven sind toll, Olivenöl ist nicht gut, weil dort eben nicht mehr alle Nährstoffe und auch nicht in der Kombination enthalten sind, wie sie waren, sondern weil es wirklich auf diesen reinen Fettanteil reduziert ist. Davon wird dringend abgeraten. Ich habe in meiner Ernährung das auch deutlich reduziert. Für mich ist das eher so an der Spitze, Öle und Fette, da nehme ich nicht viel von, ab und zu, in Ausnahmen mal. Ich versuche tatsächlich, mich an die frischen Sachen zu halten. Es gibt dann auch unterschiedliche Aussagen, wie hoch der Rohkostanteil an der Ernährung sein soll. Da scheiden sich ja auch die Geister. Möglichst viel, heißt es immer. Es gibt ja aber auch Sachen, die kann man gar nicht roh essen, wenn ich jetzt... Kichererbsen kann man noch, aber es schmeckt nicht so toll, habe ich mal probiert. Ja. Muss ich nicht haben, die koche ich mir lieber. Ich glaube, Linsen und Ähnliches darf man sowieso nicht roh essen. Da muss man dann halt für sich abwägen. Also ich kenne auch einige Hardcore-Rohköstler oder so, aber ich bin ja sowieso so ein moderater Typ. Die Extreme sind nichts für mich. Oben stehen auch angereicherte Produkte und Supplemente, da komme ich gleich noch drauf. Sie hatten eine Anmerkung. Oder? Ja, im Grunde nur eine Frage. Ja. Wenn ich zum Beispiel zu Abend esse und ich möchte 3 Scheiben Brot essen. Ja. Was tue ich denn drauf auf dieses Brot? Soll ich da Banane drauflegen? Oder eine Kichererbse drüber trudeln? Nee, das geht nicht. Ich habe abends richtig ein Problem. Morgens kann ich Marmelade essen oder Honig, kein Problem. Ja. Aber abends habe ich einen Kneifer. Also man kann sich da erstens überlegen, möchte ich überhaupt Brot essen? Möchte ich aus dieser Ebene Getreide und Pseudogetreide so viel essen? Weil Brot ist ja meistens, im Verhältnis zum Belag, ist man ja meistens sehr viel Brot. Mache ich am liebsten. Wenn man das machen möchte, da gibt es viele Möglichkeiten. Also ich mache mir zum Beispiel gerne, ich sagte, Kichererbsen esse ich viel oder Linsen, damit kann man sich auch wunderbaren Aufstrich machen. Man kann sich das natürlich, so ein Hummus oder andere Sachen, für teures Geld im Supermarkt kaufen, man kann das aber auch wunderbar und mit relativ wenig Aufwand selber herstellen, insbesondere wenn man eine gute Küchenmaschine hat, die das für einen püriert. Das ist eine Möglichkeit. Wir haben draußen veganes Mett und veganen Käse. Gibt's auch inzwischen in den meisten Reformhäusern zu kaufen. Das kann man ausprobieren. Das ist nicht mein Fall, weil ich mir sage, ich habe aus Ernährungsgründen umgestellt. Ich möchte mich gesund ernähren. Und ob im Analogkäse da nun Milch drin ist oder ob da was anderes drin ist, so oder so finde ich das nicht so reizvoll. Aber wir haben was, gibt es auch, haben wir zum Probieren da. Wie gesagt, selber Aufstriche machen oder kaufen. Es gibt ganz viele vegane Aufstriche inzwischen, auch selbst bei Rewe, Edeka, also im ganz normalen Supermarkt inzwischen zu kaufen. Man muss das einmal finden, die Ecke, in der das steht. Aber da gibt's eine ganz schöne Auswahl. Und da mache ich das auch manchmal so, habe ich das im Urlaub gemacht. Da habe ich mir auch so einen Fertigaufstrich mitgenommen, den aufgeschmiert und dann noch ein paar Salatblätter draufgelegt, zum Beispiel. Dass man das ein bisschen knackiger, grüner hat, ein bisschen was zum... ein anderes Kauerlebnis sozusagen.
Das kann man ja auch kombinieren. Und ich habe einen guten Freund, der isst morgens auf sein Brot einfach tatsächlich Rohkost. Da kommt dann Salat und auch ruhig Möhre oder sowas dazu. Das kann man auch, Gurke. Meine Tochter ist in Kita, morgens gibt's da auch immer Brot und die haben alle da Wurst und Käse nur liegen. Die nimmt sich immer einfach Salatgurke aufs Brot. Kann man auch machen. Man braucht da nicht, kann da einfach mal ausprobieren. Avocado-Creme, wenn Sie sich eine Avocado ordentlich durchmanschen mit der Gabel, bisschen Zitrone ran, bisschen Gewürz ran. Eigentlich braucht man nur Zitrone und Salz, mehr braucht man da ja gar nicht. Kann man sich auch eine Avocado-Creme machen. Die kann man natürlich verfeinern. Also wir haben auch draußen nachher ein paar vegane Kochbücher, können Sie mal ein bisschen stöbern. Da sind auch einige Aufstrichrezepte drin in dem einen. Vegan lecker lecker, kann ich sehr empfehlen, habe ich auch zu Hause. Ich habe nicht viele Kochbücher, ich koche nicht gerne nach Rezept. Ich überlege mir meistens selber, was ich mache und mische es mir einfach zusammen. Noch eine Frage. Ich würde gerne eine Anmerkung hinzufügen. Ja. Noch hinzufügen zu dem, was Sie gerade schon geantwortet haben. Es gibt auch einen veganen Supermarkt in Altona. Ja. Und wenn man da durch die Regale schaut, da kriegt man gute Inspirationen auch für sowas. Da bin ich schon gewesen, die kenne ich. Genau, das ist das Veganz. Veganz in Altona. Ja, das ist sehr schön. Auf St. Pauli gibt es auch noch so einen kleinen veganen Laden, der hat natürlich nicht die Auswahl. Aber der ist auch ganz nett. Ja, noch Fragen zu der Ernährungspyramide. Dann wollte ich noch was dazu sagen zu den Sachen, um Himmels Willen, wie ist denn deine Nährstoffversorgung? Es gibt genau zwei Vitamine, auf die man achten muss, wenn man sich vegan ernähren möchte. Das Vitamin B12 und Vitamin D. Interessant dabei ist, dass das genau die beiden Vitamine ist, auf die man auch achten sollte und sich Gedanken drum machen sollte, ob man genug versorgt ist, wenn man sich einer Mischkost bedient. Also das ist wichtig für alle. Es wird immer gesagt, oh Gott, die Veganer leiden unter B12-Mangel oder Vitamin-D-Mangel. Die tun das nicht häufiger, die tun das eher seltener als Leute, die sich als Allesesser bezeichnen. Und das liegt zum Teil natürlich daran, dass ganz oft, so wie es mir ja auch gegangen ist, wenn man sich vegan ernähren will, dass man sich einfach besser informiert. Ich nehme auch B12-Tabletten sozusagen. Die sind ganz wichtig eben für die Funktion des Nervensystems und so weiter. Das heißt, ich würde immer im Rahmen einer veganen Ernährung empfehlen, dass man B12-Präparat zu sich nimmt. Aber auch wenn man sich nicht vegan ernährt, sondern vegetarisch oder karnistisch, sollte man das mal überprüfen lassen, wie da der Spiegel ist. Kann man das anders nicht ausgleichen? Das ist schwierig, weil B12 wird ja durch Mikroorganismen gebildet, die im Boden leben. Das heißt, wir leben in einer Zeit, früher hat man einfach von der Hand in den Mund die Sachen aus dem Boden geholt, nicht so reinlich abgewaschen oder gar industriell vorgereinigt, wie wir das Essen heute kriegen, wenn wir es im Supermarkt oder auch selbst auf dem Markt holen, sondern sie haben immer noch Erdspuren dran gehabt, sie haben die Mikroorganismen dran gehabt am Gemüse. Sie haben auch Tiere gefüttert mit dem Gras und Sachen, die auf der Weide wuchsen. Heute kriegen die Tiere ja auch Dinge, die teilweise nicht unbedingt als Futter geeignet sind, ja? Oder die auch vorgereinigt sind oder so. Auch das B12, was im Fleisch drin ist, kommt ja da nicht rein, weil das im Fleisch drin ist, sondern weil das die Tiere übers Futter aufgenommen haben. Und es dadurch in den Körper gelangt ist. Das heißt, das wird nur von den Mikroorganismen gebildet. Und wenn ich die Mikroorganismen nicht zu mir nehme, weil ich nicht die Erde mit esse, dann muss ich mir das anders zuführen. Und heutzutage, ich bin ja ganz froh, wir haben viele Vorteile dadurch, dass wir die Erde nicht mehr mit essen, sondern das Zeug alles gründlich abwaschen. Nur wir haben eben auch Nachteile. Dieser Stoff fehlt uns. Das ist so. Ähnlich ist es mit Vitamin D. Fehlt uns auch, weil wir eine andere Lebensweise haben, als die wir noch vor 200 oder mehr Jahren hatten. Wir leben viel zu viel in den Räumen. Wir sind zu wenig dem Sonnenlicht ausgesetzt. Vitamin D wird über das Sonnenlicht gebildet, über die Sonnenlichtaufnahme aus der Haut. Ja, selbst im Sommer rennen die Geschäftsleute mit langärmeligen Anzügen durch die Gegend. Und in der Freizeit auch. Ich laufe nicht
ich gehe im Bikini vielleicht ins Freibad, aber ich laufe nicht zum Einkaufen im Bikini. Das heißt, die Synthese durch die UVB-Strahlung, die können wir ja gar nicht mehr leisten im Alltag. Das heißt, Vitamin D ist auch ein ganz typisches Vitamin, was sehr wichtig ist für den Körper und mit dem der Durchschnittseuropäer unterversorgt ist. Wie gesagt, das gilt nicht für Veganer, Vegetarier exklusiv, sondern das gilt für jeden von uns. Und die Auswirkungen sind halt auch nicht so schön, nicht? Wenn man die nicht hat. Also Calcium, wissen wir ja auch alle, ist wichtig. Das Vitamin D reguliert den Calciumspiegel im Blut und ist somit, hat somit eine ganz wichtige Funktion für den Knochenaufbau. Das ist der gute Grund, dass man Kleinkindern auch gerne Vitamin D Zusatztabletten gibt, damit die im Wachstum befindlichen Kinder, die auch gut eingepackt werden von ihren Müttern, damit sie sich bloß nicht erkälten draußen und die vielleicht auch gar nicht so oft draußen sind, wie man sich das wünscht, dass die auch einen gesunden Knochenbau entwickeln. Ja, das ist das, worauf man achten muss. Eigentlich hauptsächlich frisch essen, Hülsenfrüchte, grünes Gemüse, was man vielleicht sonst, ich jedenfalls nicht so auf meinem Speiseplan immer hatte. Und dann kann das losgehen. Dann tut man sich selber was Gutes, der Gesundheit, dem seelischen Wohlbefinden. Wie gesagt, ein Punkt, den ich unterschätzt hatte. Sie glauben gar nicht, also ich kann das immer noch nicht begreifen, wie viel friedlicher ich geworden bin. Nach 4 Monaten oder 5 Monaten veganer Ernährung habe ich das gemerkt, wie viel gelassener und friedlicher ich mit einmal war. Und sonst habe ich ja nicht großartig was geändert. Und natürlich für den Planeten, wie gesagt, zur Nachhaltigkeit, wenn Sie das interessiert, kann ich da nachher auch was zu sagen, aber ich würde das eigentlich, muss ich jetzt nicht unbedingt machen. Dann stellt sich die Frage nach den Nachteilen, weil wo es Vorteile gibt, gibt es ja natürlich auch immer Nachteile. Fallen Ihnen welche ein? Ich glaube, wir hatten sie auch eigentlich schon erwähnt. Die Nachteile, die mir einfallen, ist erstens, was Sie gesagt hatten, es ist noch nicht so, dass man überall, wenn man essen geht oder verreist, Freunde besucht, dass man eine gute Auswahl... Eben eine Wurst essen. Bitte? Mal eben eine Wurst essen. Ja, genau. Die Currywurstbude, die hat eben sonst nur ein Stück trockenes Toastbrot. Oder vielleicht Pommes. Das ist ein Nachteil, aber ich denke, das ist schon ein deutlich geringer geworden. Also wer vor 10 Jahren versucht hat, sich vegan zu ernähren, der hat das recht sehr viel schwieriger gehabt. Und der andere Nachteil ist tatsächlich, das habe ich erzählt, die Erlebnisse mit meiner Mutter, nicht? Also, und dabei ist die freundlich und offen und ernährt sich auch. Die hat auch nur vegetarisch gegessen, als wir unterwegs waren, ja. Aber das ist schon anstrengend manchmal, wenn man immer irgendwas hat, gleich erzählen, die Leute erzählen, man braucht gar nichts zu sagen, ja. Die Leute fangen an, einem zu erzählen, wie sie sich ernähren und was sie machen und warum. Und ich höre eigentlich hauptsächlich zu. Ich muss gar nicht viel sagen, sondern mir das einfach anhören. Manchmal ist das ein bisschen viel. Darin erschöpfen sich aber nach meinem Empfinden auch die Nachteile und die nehme ich dann gerne in Kauf, für die Vorteile, die ich da habe. Falls Sie das auch mal versuchen möchten, und ich kann das alleine schon als Experiment empfehlen, die meisten sagen, machen Sie mal 30 Tage, versuchen Sie es mal 30 Tage und gucken, was passiert, bis man den vollen Effekt hat. Ich sage, die Ernährungsberatung sagt, man braucht 3 Monate, um den vollen Effekt einer Ernährungsumstellung zu haben, jetzt nicht speziell vegan, sondern allgemein. Können Sie sich ja aussuchen, man kann ja auch erstmal mit 30 Tagen anfangen. Und dann schauen Sie, was sich ändert. Das wäre mein Vorschlag an alle, einfach mal das auszuprobieren, zu gucken, was passiert. Ich habe da einen Tipp besonders an die Frauen, das gab es auch, gab vor kurzem eine Studie auch in den USA, wo untersucht wurde die Auswirkungen der Ernährung auf Regelbeschwerden. Das heißt, da wurden eine ganze Menge Frauen ausgesucht und ihnen wurde gesagt, Mensch, ihr habt sehr starke Schmerzen zur Zeit der Regelblutung und starkes PMS, ja, also psychische wie körperliche Beschwerden. Wir testen das jetzt mal. Und die wurden umgestellt auf eine vegane Ernährung. Dann wurde geguckt, wie sind die Auswirkungen. Und
nach einer bestimmten Phase sollten die dann wieder zurückkehren zu ihrer normalen Ernährung, um zu schauen, wie sich das ändert. Und da gab es einige Testteilnehmerinnen, die haben dann gesagt, also nach dieser Testphase mit der veganen Ernährung, also das geht mir so viel besser. Die Schmerzen sind weg, die psychischen Schwankungen sind ja nicht mehr so, sondern nur noch so. Ich breche die Studie jetzt ab, ich will nämlich nicht wieder zurück zu der anderen Ernährungsform. Und das ist etwas, das liest man selten, hört man auch selten, weil da natürlich auch nicht so gerne drüber gesprochen wird. Es gibt so ein paar Themen, die sind ja mehr oder weniger tabu. Aber ich kann das aus eigener Erfahrung bestätigen. Und bisher hat fast jede Veganerin, bei der ich nachgefragt habe, weil ich das dann wirklich faszinierend fand, die haben das alle bestätigt. Wenn man nicht mehr die Milchprodukte isst, die mit so vielen Wachstumshormonen kommen, weil Milch nun mal für das Wachstum eines Kälbchens gedacht ist und das unterstützen soll, da sind Wachstum, alles Förderung des Wachstums drin. Wenn sich da nicht so viel aufbaut, weil alles wachsen soll, dann muss nachher auch nicht so viel abgebaut werden. Dann gibt es auch nicht diese Schmerzen. Und dann gibt es auch nicht diese starke Belastung, auch psychische Belastung durch die Regelblutung. Das ist total witzig. Also jetzt ist es für mich witzig. Damals war das nicht ganz so lustig. Aber das ändert sich ja auch im Laufe der Zeit. Also ich kann das als Experiment nur sehr empfehlen. Wenn Sie sich weiter informieren wollen, kann ich Ihnen nur raten, schauen Sie sich um im Internet. Es gibt da ganz tolle Ressourcen. Wer meint, er braucht den Augenöffner, was wir tatsächlich mit Tieren antun, dem empfehle ich die Website earthlinks.com. Dort kann man einen Spielfilm sich angucken, in dem erklärt und erzählt wird, was wir da tun. Nicht nur im Bereich Ernährung, auch Unterhaltung und was es noch alles so gibt. Das sind die Bilder, die ich Ihnen hier nicht zeigen wollte. Die können Sie sich gerne dort angucken. Ich habe den Film mir nicht wirklich angeguckt. Ich habe mir den Ton angehört. Aber das ist was, wenn man sich mal wirklich konfrontieren will damit, was eigentlich passiert auf der Welt. Vor 2 Monaten ungefähr gab es einen Film im Fernsehen, Nie mehr Fleisch. Nie mehr Fleisch war ein Film im Fernsehen, genau, vor kurzem. Den habe ich aufgezeichnet, aber den habe ich noch zur Hälfte geschafft. Ja, das ist ganz oft so. Es gibt das ja aber auch in kleineren Häppchen. Es gibt so viele Clips. Und ja gut, brauchen wir nicht darauf einzugehen. Was ganz toll ist, ich habe mich ja angeschlossen der veganen Bewegung in Hamburg. vegane-bewegung.de. Das kann ich nur sehr empfehlen, denn wir haben in mühevoller Kleinarbeit einen sehr schönen sogenannten Gastro-Guide für Hamburg erstellt. Das heißt, wenn Sie essen gehen möchten in Hamburg, gucken Sie da einmal hin. Da sind die schönsten Möglichkeiten, wo man veganes Eis kriegt, wo man vegane Gerichte kriegt. Sind da einige Sachen aufgeführt. Wird auch laufend vervollständigt. Also den sollten wir nachher auch in Papierform hier ausliegen haben. Können Sie sich gleich einen noch mitnehmen. Ansonsten lesen, lesen, lesen. Wer sich mal befassen möchte, das ist das Buch, aus dem ich Ihnen auch ein bisschen was erzählt habe zur Psychologie des Fleischkonsums. Das ist von Dr. Melanie Joy, Warum wir Hunde lieben, Schweine essen und Kühe anziehen. Da werden diese psychologischen Mechanismen in aller Breite erklärt, sehr nachvollziehbar und anschaulich und wahrscheinlich viel besser, als ich Ihnen das hier heute vermitteln konnte. Mein Einstieg war mein erstes Buch und nach wie vor eines, was ich ganz toll finde, von Maria Rollinger, Milch besser nicht. Da erfährt man etwas über die Geschichte des Milchkonsums in Deutschland und Europa und allgemein. Das fand ich sehr erhellend. Die Hälfte des Buches ist der Geschichte der Milch gewidmet. Und das hat für mich auch aufgeräumt mit vielen Vorurteilen, weil wir leben ja damit, Milch trinken, das ist ja normal, hatten wir ja, ne? Das ist das, was, das haben wir immer schon gemacht. Und wenn man das mal liest, merkt man, dass wir das überhaupt nicht immer schon gemacht haben. Das ist ein Phänomen der letzten paar hundert Jahre. Das ist nicht normal. Oder natürlich in dem Sinne. Milch wurde mehr als Abfallprodukt behandelt über lange, lange Jahre. Der Rest des Buches ist dann auch gewidmet der Milchproduktion heute.
wie entstehen eigentlich Milch- und Käseprodukte. Das ist ein guter Helfer, wenn man das, wenn man sich davon verabschieden möchte. Wenn man das liest, ist es dann hinterher nicht mehr so appetitlich. Ich weiß nicht, ob Sie Kinderbücher interessieren. Es gibt eben inzwischen auch Kinderbücher, die sich mit dem Thema beschäftigen, wie vermittle ich es meinem Kinde. Da habe ich mir tatsächlich auch mal eins gekauft, weil ich das so niedlich finde. Schweinchen Hugo reist aus, erzählt die Geschichte von Schweinchen Hugo, wie er aus dem Schweinestall in die Freiheit kommt und hat dann auch so ein paar Real-Life-Geschichten und Fotos von echten Schweinen, die auf irgendwelchen Lebenshöfen fröhlich spielen und eben auch dargestellt ist, wie differenziert deren Charaktere so sind. Ja, und einfach mal loslegen. Also wie gesagt, ich habe das von einem Tag auf den anderen geschafft. Wenn ich das geschafft habe, können Sie das genauso. Ist nicht schwierig. Ich ernähre mich heute hauptsächlich vom Wochenmarkt und von Budni. Die haben nämlich ganz toll auch in Bio-Qualität die ganzen Hülsenfrüchte und Getreideprodukte und so weiter und so fort. Einfach mal machen. Und wenn Sie Fragen haben, kontaktieren Sie mich gerne unter meiner Mailadresse. Ich bin da immer zu Gesprächen bereit. Bevor ich die letzte Fragerunde noch eröffne oder wir aufhören können, möchte ich noch ein Anliegen loswerden, was ich aktuell auch vertrete. Und zwar ist ja Veganismus, beim Veganismus geht es ja nicht nur um die Ernährung, es geht um die Tiernutzung oder Tierausnutzung auch ganz im Allgemeinen. Es geht ja um das Verhältnis zum Tier. Und da engagiere ich mich seit einiger Zeit für eine europäische Bürgerinitiative, die zum Ziel hat, dass wir uns einer modernen Wissenschaft zuwenden, die auf Daten basiert, die direkt für den Menschen relevant sind. Wir haben da ja ganz tolle moderne Forschungsmethoden und die Abschaffung von Tierversuchen fordert. Das ist also aus meiner Sicht eine, und nicht nur aus meiner, eine Forschungsmethode der vergangenen Jahrhunderte. Das ist keine moderne Methode mehr. Die Ergebnisse lassen auf sich warten. Wie gesagt, ich hatte das eingangs oder zwischendurch schon mal gesagt, wir haben Krebs an Mäusen wunderbar toll erforscht. Krebs an Menschen ist ein ganz anderes Thema und da wissen wir sehr viel weniger drüber. Ärzte gegen Tierversuche ist da eine Organisation, die sich da stark einsetzt und die sagen auch meiner Meinung nach nicht zu Unrecht, wir wissen gar nicht, wo wir medizinisch heute stünden, wenn wir uns nicht immer auf die Tiere gestürzt und fokussiert hätten. Wie viel weiter wir wären in der medizinischen Forschung, wenn wir die alternativen Methoden stärker fördern werden. Die werden in Deutschland mit 4 Millionen Euro jährlich gefördert. Im Gegenzug dazu hören wir ja immer von den Milliarden, die in die Tierversuchsforschung fließen. Frau Merkel zeigt sich stolz bei der Eröffnung von dem Tierversuchszentrum in Riem. Hochgradig gefährlich, was da gemacht wird und eigentlich völlig unverständlich. Deshalb zeichnen Sie bitte mit die Europäische Bürgerinitiative, die sich dafür stark macht. Wenn wir die benötigten Unterschriften dafür zusammenkriegen, dann muss die Europäische Kommission sich dem Thema stellen und das behandeln. Man kann das online zeichnen, www.stopvivisection.eu. Am besten gibt man gleich /de noch hinten ein, dann landet man direkt auf der deutschen Seite. Wir haben auch Unterschriftenlisten liegen, da können Sie gleich Ihre Unterschrift auch hier angeben. Wenn Sie das nicht online machen möchten, können Sie es gleich hier machen. Wir haben auch Infomaterial da, wir haben Visitenkarten und Flyer, wenn Sie da irgendwie noch jemanden kennen, der das vielleicht mitzeichnen würde. Wir sind sehr darauf angewiesen, dass Sie das mitverbreiten, denn wir haben nur noch bis Ende Oktober, um die Stimmen zu sammeln und es fehlen uns noch sehr, sehr viele. Wir müssen das jetzt wirklich in die Breite noch tragen und es wissen einfach viel zu wenig Leute von dieser Initiative. Gut, das war mein Schlussplädoyer. Wenn Sie Fragen haben, Anmerkungen, bevor wir uns darüber stürzen, dann ganz zum Schluss werde ich dann noch ein bisschen sagen, was wir da an Essen haben, für alle, die es nicht vorhin schon gesehen haben. Aber ansonsten käme ich jetzt zum Ende. Ja, ich habe noch eine Frage zu der Düngung der Böden. Ja. Weil es gibt, glaube ich, meines Erachtens nur in einer Region eine Institution, die ohne Schlachtabfälle die Böden düngt. Hm?
Oder wissen Sie, wo es noch irgendwo eine Region gibt, wo man also ohne die Tierhaltung auskommt und dadurch eben auch die Gülle nicht? Ja, also ich kann jetzt nicht konkret sagen, wo das gemacht wird. Ich weiß, dass es gemacht wird. Es gibt ja auch Untersuchungen dazu, weil das ist natürlich auch immer gerne ein Argument, was kommt. Aber wir brauchen doch die Tiere, weil wir brauchen doch die Gülle zum Düngen. Ja, aber wir haben im Moment eher das Problem, dass wir ja viel zu viel von der Gülle haben. Ja. Also wir machen ja unsere Böden in den Niederlanden besonders, die ja auch, wir überdingen unsere Böden total, die übersäuern, die sind nachher auch nicht mehr tauglich. Wir haben ja viel zu viel von den Abfällen, weil wir viel zu viel Tierhaltung haben im Verhältnis. Also wir haben, ja genau, das war eine schöne Zahl. Also jährlich in Deutschland werden 800 Millionen Tiere geschlachtet. Jedes Jahr. Die zehnfache Anzahl der Menschen in Deutschland, die hier leben. Das kann man sich überhaupt nicht vorstellen. Und die sind alle irgendwo in lichtlosen, oder nicht alle, aber die Mehrzahl, ja, in lichtlosen Scheunen verborgen vor den Augen. Und wir kriegen das gar nicht mit. Wo sehen wir die denn schon? Das ist wirklich, der ganze Abfall, der muss ja irgendwo hin. Ja, und der landet in unseren Böden und vergiftet auch noch die Böden. Mhm. Und man braucht es nicht. Das ist, ich weiß nicht, ich dachte am Anfang, Ihre Frage geht vielleicht dahin. Es gibt ja immer Leute, die sagen, man braucht sie, aber wir brauchen sie nicht. Man kann auch anders düngen natürlich. Und ich denke mal immer, wenn man langfristig vielleicht zurückfände von einem ausgewogenen Verhältnis Viehzahl-Land, dann wäre das auch die Überdüngung nicht mehr so ein riesiges Problem. Also wie gesagt, mir fällt nur eine Region ein, das ist diese Lebegesund, ich sage jetzt in Anführungsstrichen, leider Sekte, die tatsächlich in Dreifelderwirtschaft noch arbeitet, aber ich wüsste sonst nichts, ich habe mal recherchiert. Ja. Aber gut, muss man dann vielleicht. Ich treffe häufig auf, in den Diskussionen mit Fleischessern, sage ich mal, auf das Märchen der guten Tierhaltung, die ja hier um die Ecke passiert. Also wenn man denn nur auf Bio achtet oder hier um die Ecke das Fleisch kauft, dann wäre ja gar kein Problem. Dann hatten die Tiere ja ein gutes Leben und dann ist ja alles fein. Wie reagieren Sie auf solche Stellungnahmen? Ja, das ist tatsächlich etwas, was einem ja häufiger begegnet. Das kenne ich auch. Also zum einen ist es natürlich so, dass man lange darüber diskutieren kann, wie gut die Haltung tatsächlich ist. Ich habe ja gesagt, ich war im Urlaub in der Nähe von St. Peter-Ording. Da hat man tatsächlich, also die Kühe, die leben alle draußen auf der Weide mit ihren Kälbchen dabei. Also man weiß genau, das ist Schlachtvieh, keine Milchwirtschaft, weil die Kälbchen bei der Mutter bleiben dürfen. Die haben das schon toll. Klar haben die ein schönes Leben. Und hinterher werden sie dann eingefercht, auf einen Transporter gebracht, wer weiß wohin und wer weiß wie lange, und werden dann in den Schlachthäusern, kriegen sie dann noch die ganze Todespanik und werden geschlachtet. Man kann das okay finden. Ich sag mal, jeder muss da sein Gewissen selber fragen. Ich kann das okay finden. Ich kann aber auch sagen, ich finde das nicht okay. Ich kann auch sagen, das nützt mir auch gar nichts, wenn ich höre, da in Rumänien der kleine Junge, der da ermordet wurde, übrigens nicht von, ich weiß nicht, ob Sie es mitgekriegt haben, übrigens nicht von Hunden zerfleischt, sondern sexuell missbraucht und ermordet und hinterher ins Gebüsch verbannt, wo ihn dann die Hunde gefunden haben. Da kann ich natürlich auch sagen, ja, der hat doch ein tolles Leben gehabt. Der ist dann zwar nur 4 Jahre alt geworden, so ähnlich wie die Schweine und die Hühner vor allen Dingen, die werden ja, weiß nicht, 3 Monate nur alt oder so. Die haben also einen Bruchteil ihrer natürlichen Lebenserwartung erlebt, die Schweine auch. Ja Gott, das Kind hatte ein schönes Leben. Und nur ist halt umgebracht worden. Hat es halt dann jemand nochmal gequält vorher, vergewaltigt und dann getötet, aber das Kind hatte ja ein schönes Leben. Ich persönlich finde das keine ausreichende Rechtfertigung. Es gibt in Schleswig-Holstein wenige Höfe, die da werden die Tiere auf der Weide getötet.
Das heißt, aus der Horde wird ein Tier ausgesondert, wird dann getötet und abtransportiert, sodass der Stress auf dem Schlachthof nicht mehr stattfindet. Das ist natürlich. Kann man denken, was man will darüber. Das ist natürlich ein toller Vorteil. Mein Schwager ist Jäger. Der geht auch in den Wald und schießt da die Rehe. Das ist natürlich auch sehr viel weniger stressig. Da kommen wir dann natürlich in die diffizileren Fragen, das philosophischen Fragen. Wo fängt es an? Wo hört es auf? Wo ziehe ich meine Grenze? Da habe ich vorhin übrigens auch ein sehr hübsch mir mal ein paar Exemplare besorgt, wenn Sie sich das damit befassen wollen. Die Frage, dürfen wir Tiere nutzen oder nicht? Das ist ja dann die Grundsatzfrage. Dürfen wir überhaupt Tiere nutzen? Egal wie in Anführungszeichen human das geschieht, da kann man sich da auch die verschiedenen Ansichten dazu, Pro und Contra, durchlesen. Das ist eine starke philosophische Frage. Wo zieht man die Grenze? Das ist ganz klar. Die kann auch, kann man schlecht absolut beantworten. Was ich vielleicht noch sagen kann, gerade auch zum Thema Biohaltung, das finde ich sehr interessant. Ich glaube, das hat die Frau Joy wieder beschrieben. Ich hatte erzählt von den Verteidigungsmechanismen des Karnismus, die Rechtfertigung, die drei Ns der Rechtfertigung. Fleischessen ist normal, natürlich und notwendig, die herangezogen werden, wenn die Unsichtbarkeit bröckelt. Genau das haben wir jetzt in Deutschland und in anderen Ländern, die Unsichtbarkeit des Systems bröckelt. Unter anderem durch das Internet. Ich kann auf YouTube mir heute Videos ansehen davon, wie es wirklich in der Schweinehaltung oder in den Schlachthäusern aussieht. Ich habe die Möglichkeit, mich zu informieren, die ich früher nicht hatte, weil das Standardmedium, Fernsehen, Zeitung oder früher, als es die noch nicht mal gab, das Thema gar nicht in der Form gezeigt haben. Ich kann mich informieren. Die Unsichtbarkeit bröckelt. Dann kommen weitere Verteidigungsmechanismen. Also diese ganze Debatte um Biohaltung und auch dieses neue unsägliche Tierschutzlabel vom Tierschutzbund, das also ja noch schlechtere Haltungsbedingungen als die Biohaltung vorsieht. Das ist ein Rückzugsgefecht. Das ist eigentlich ein sehr positives Zeichen. Da kommt die Tierhaltung und sagt, ja, ihr wollt nicht, dass es den Tieren so schlecht geht, deshalb sorgen wir jetzt dafür, dass es den Tieren gut geht. Gucke, es geht ihnen gut, ihr könnt sie jetzt mit gutem Gewissen nachher essen. Deshalb, da fokussieren wir uns dann auch wieder auf den Punkt, wie leben die Tiere und werden davon abgelenkt von dem anderen Punkt, von dem grundsätzlichen, darf ich es überhaupt? Darf ich, will ich und darf ich für meinen Konsum, für mein Vergnügen Tiere töten? Und die wichtige Sache ist ja, ich muss es nicht. Es ist nachgewiesen, ich muss es nicht. Ich kann mich wunderbar anders ernähren. Wir leben in Westeuropa in einer so privilegierten Gesellschaft. Ich habe alle Möglichkeiten. Ich kann in jeden Supermarkt gehen und mir was zu essen kaufen. Ich habe Marktstände zur Auswahl. Ich habe alles. Das heißt, es ist eine freie Entscheidung. Will ich, dass ein Tier in meinem Namen getötet wird? Und in welchem Grade darf es vorher gequält worden sein? Und das ist eine Gewissensfrage, die wir eigentlich haben. Und wir täuschen uns darüber hinweg, dass wir uns dieser Gewissensfrage stellen, indem wir eben diesen Postulaten, das ist ja einfach so mit der fleischhaltigen Ernährung, indem wir uns dieser Frage entziehen. Und die Frage, denke ich, vielleicht ist das auch noch ein gutes Schlusswort, die sollte sich wirklich jeder einmal stellen. Möchte ich das? Es ist meine Entscheidung, ich habe die Verantwortung. Dass es kein Verzicht ist, zu verzichten, zeigen wir Ihnen vorne mit unseren kleinen Leckerbissen. Wir haben Herzhaftes, wir haben Süßes, da steht auch alles dabei, was es ist. Ich glaube, ich brauche da gar nicht mehr was zu erwähnen. Wie gesagt, es gibt die Unterschriftenlisten hierfür und ich bitte Sie, sich das anzugucken. Wir können gerne auch noch drüber reden. Wenn Sie Fragen haben, sprechen wir darüber. Wir haben Infomaterial zum Mitnehmen. Wir haben Bücher, auch vegane Kochbücher oder auch Sachbücher als Ansichtsexemplare. Die lassen Sie bitte liegen. Wir haben auch zwei Spendentöpfe aufgestellt, falls Ihnen das schmeckt, was Sie da gegessen haben. Das haben wir alles privat bezahlt.
freuen wir uns, wenn Sie da was reinstecken. Oder ein anderer Topf ist dann noch für diese Bürgerinitiative gegen Tierversuche. Wie gesagt, es ist keine Pflicht, da was reinzuwerfen, nur falls Sie das gerne möchten, dürfen Sie. Auch das ist eine freie Entscheidung. Dann die letzte Frage. Sich vegan ernähren ist ja die eine Geschichte, aber es beinhaltet ja auch eine Lebenseinstellung insgesamt. Ja. Und mich würde interessieren, wie Sie das praktizieren, also Verzicht auf Lederprodukte etc. Ja, auch das ist etwas, mit dem ich mich natürlich beschäftigt habe. Ich denke, das ist ein Weg, der geht immer so schrittweise. Ich habe das begriffen. Ich achte auch bei anderen Dingen außer der Ernährung darauf, dass wenn ich jetzt was Neues kaufe, dass ich also mich schon informiere, was sind tierversuchsfreie Produkte zum Beispiel, wenn es um Haushaltsmittel und Kosmetika und sowas gibt. Es gibt ja auch alles tierversuchsfrei. Es gibt selbst Medikamente eigentlich nicht, es sei denn, es sind Alternative. Aber man kann da schon eine Menge machen, bei der Kleidung auch. Ich achte darauf. Ich bin da jetzt aber auch nicht streng mit mir, weil ich sage, ich lebe nun mal in einer Gesellschaft, in der die zu einem guten Teil auf Tierausnutzung basiert. Da ist eben auch, wenn ich einen Stoffschuh habe, ist wahrscheinlich der Kleber irgendwie tierischen Ursprungs. Medikamente, hatte ich schon gesagt, die sind halt verpflichtend an Tieren getestet. Ich lebe in einer Gesellschaft, die basiert auf Tierausnutzung. Habe ich auch erst gesehen, als ich mich neben dieses System gestellt habe. Das war mir so gar nicht bewusst. Tatsächlich, auf Schritt und Tritt haben wir sie. Aber ich lebe in dieser Gesellschaft. Und für mich sage ich, ich muss nicht auf Krampf versuchen, alles zu umgehen. Da mache ich mir das Leben zu schwer. Aber wo ich genau diese Grenze ziehe, und das habe ich wieder sehr schön, die Frau Joy, die war hier vor kurzem auf einer Lesereise und die hat das so schön formuliert. Die hat gesagt, ich ziehe eine Grenze, was mache ich mit, wo sage ich, da nehme ich nicht dran teil. Und diese Grenze, die ziehe ich mit einem Bleistift, denn das ist variabel. Was ich heute tue oder nicht tue, das kann in einem Jahr schon ganz anders aussehen, da kann sich die Grenze deutlich verschoben haben, weil ich mir bewusster geworden bin dessen, was ich tue, oder weil die Möglichkeiten andere geworden sind, aus welchen Gründen auch immer. Ich nehme mir selber auch das Recht zu sagen, ich kann lernen, ich kann meine Einstellung verändern, ich kann mein Verhalten verändern. Und das ist eigentlich auch schon die Antwort. Gut, wunderbar. Wenn das keine Fragen gibt, dann vielen Dank. Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, ich habe Hunger.